Hier ist wieder irgendeine Demonstration. Aber mal schauen, was die hier möchten. Okay, also 2.500 Einwohner brauchen wir, um eine Kleinstadt zu gründen. Aber eigentlich, Moment, nein, 5.000, Entschuldigung, 5.000. Aber momentan sind wir ungefähr bei 1.500 knapp. Also das dauert noch ziemlich lange, bis wir bei 5.000 sind. Aber das Straßennetz könnte auch mal etwas jetzt erweitert werden. Oh, ich glaube, das war zu schräg. Ja, das ist etwas schräg. Das reißen wir wieder ab. Haben wir zwar das Geld jetzt für umsonst ausgegeben. So ist, glaube ich, gerade. So. Also weisen wir mal noch etwas Wohngebiet aus. So. Und etwas Industrie ist auch schon gefordert. Also erweitern wir hier hinten auch die Straßen mal etwas. Hier können wir nochmal eine Verbindung rüberziehen und machen das alles hier als Industriegebiet. Das sollte erstmal genügen. Gewerbe wird auch etwas gewünscht. Dann würde ich sagen, das machen wir hier hin. Und das mischen wir dann hier auch wieder etwas mit Wohngebiet. Dann nähern wir uns jetzt schon langsam der 2000 Einwohner-Marke. Was sagt unsere Klinik? 7 behandelte Verletzungen am Tag, 9 behandelte Krankheiten. Aufnahmekapazität haben wir ja erhöht auf 25, also, und wir haben 2 Krankenwachen, das sollte erstmal genügen. Auch unsere Icons hier unten sind nicht farbig, also wird da nichts momentan dringend benötigt. Aber, was noch wichtig ist, wir brauchen eine Feuerwehr und jetzt Müllentsorgung, genau, genau. Ach, es gibt noch keine Müllhalde. Die können wir eigentlich hier unten bauen. Moment. Die bauen wir hierher. Und die können dann den Müll abholen. Und deswegen ist das auch, was zuletzt von den Bürgern gewünscht wurde oder gesagt wurde. Es gibt zu viele Keime. Also das heißt wahrscheinlich dann, dass der Müll noch nicht abgeholt wurde. Das sollte jetzt hoffentlich dann geschehen. Und hier fahren die Müllfahrzeuge schon lang. Vielleicht können wir das auch gleich noch irgendwie erweitern, dass wir noch ein Müllfahrzeug mehr haben. Und auch vielleicht gleich noch einen weiteren Ablagebereich für den Müll. So. Okay. Hier fahren die Müllfahrzeuge und es ist wirklich überall Müll da. Das haben wir, oder beziehungsweise habe ich am Anfang jetzt total vergessen, dass wir noch eine Müllabfuhr brauchen. Aber wie es aussieht, hier unsere Müllabfuhr, die ist ja schon am Arbeiten.
Okay, also das dauert jetzt bestimmt einen kleinen Moment, bis die das alles eingesammelt haben. Rechts unten sieht man 162 geleerte Tonnen. Haben die bis jetzt schon oder haben die bis jetzt schon 100? Jetzt sind es schon 189 Tonnen entleert oder geleert. Und es ist aber immer noch Müll da. Sieht man die ganzen Symbolen, die hier blinken. Also muss unsere Polizeistation doch noch einen Moment warten. Nochmal nachschauen. Ich glaube, 30.000 hat die gekostet. Wir können halt hier auch zum Beispiel eine französische Polizeiwache bauen. Aber die kostet auch 30.000, hat 10 Gefängniszellen und 2 Streifenwagen. Und das gleiche ist bei der normalen Polizeiwache auch. Das ist halt hier dieser Inhalt von der Deluxe Edition, wo, glaube ich, diese ganzen Stadt-Items und Stadtgebäude, deutsche, französische und so weiter dann dabei sind. Aber wie gesagt, 30.000. Wir haben erst 10.000, haben aber schon alle möglichen Kredite aufgenommen. Also das geht momentan nicht, dass wir noch einen Kredit aufnehmen können. Vielleicht sollten wir auch mal hier so die Straße hier rüberziehen, damit wir hier noch eine Verbindung zum Industriegebiet haben. Mal schauen, was das kosten würde. 4.000, ich glaube, das werde ich auch mal investieren. Weil da kann auch die Müllabfuhr. Ach, er fährt auch gleich hier lang. Schneller noch hier rüber. Und die müssen nicht hier oben diesen Bogen fahren. Es sind aber immer noch Mülltonnen, die geleert werden müssen. Aber wir haben jetzt schon knapp 1.700 Gewinn pro Stunde. So. Es wird zwar etwas Industrie benötigt, aber das lassen wir erstmal, weil es wird noch mehr Wohngebiet benötigt. Und mal schauen, ob wir da hier auch nochmal die Straßen etwas erweitern können. Da tun wir das alles hier als Wohngebiet mal markieren. Und können eigentlich auch gleich mal noch hier in der Mitte etwa noch einen Naturpark bauen. Um die Qualität der Wohngebiete mal langsam etwas zu erhöhen. Also momentan haben wir nämlich nur niedrige und mittelgute Wohngebiete und so richtig qualitativ hochwertige haben wir noch gar nicht. Okay, mal wieder etwas die Zeit beschleunigen, damit unsere Einnahmen schneller steigen, beziehungsweise unser Gespartes. Okay, jetzt ziehen hier die Leute ein. Man sieht halt, das ist halt immer ganz nett gemacht, diese kleinen Animationen. Da kommen die Transportunternehmen und bringen die. Oder die Leute ziehen ein, das sieht man richtig, hier bringt die Möbel und so, das ist ganz nett gemacht. Und es scheint irgendwo wieder zu brennen, weil zumindest sind hier Sirenen zu hören. Jetzt sind wir schon bei 2.500 Einwohnern knapp. Aber wir haben erst 10.000, was wir ausgeben könnten. Aber wie gesagt, 30.000 kostet leider diese Polizeistation.